Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Bioshock. Und nicht wundern, dass wir jetzt vielleicht eine andere Anzahl von Verbandskästen und E-Spritzen haben. Ich habe nämlich letztes Mal ist mir das Spiel abgeschmiert und der letzte Spielstand, den ich hatte, war der Save State vor dem zweiten, also der Quick Save vor dem zweiten Big Daddy. Dementsprechend musste ich das gerade alles nochmal spielen. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt besser oder schlechter geschlagen habe als vorher. Jedenfalls ist es jetzt ein wenig anders, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, ach ja, da war ja das. Oh gut, das können wir hacken. Gut, dann muss ich nicht extra alles von den Teilen durchhören, von den Audiologs, um an die Nummer zu kommen. Was ist denn mit dir da hinten? Warte mal, ich fotografiere dich, weil du siehst wunderschön aus. Mein Engel. Daneben ist auch vorbei. So, der hat ja anscheinend Bondage-Spielchen gemacht und jetzt hören wir erstmal hier rein. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen von Diebstahl zur Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. So, Zigaretten wollen wir nicht. Die sind tot. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Da haben wir noch eine Pistole. Aktentasche. Ich finde es gut zu sehen, dass die Viecher hier fast so schlecht schießen wie ich. Falscher Code. Ach wirklich, ich wollte ja auch auf Hacken drücken. Und seht ihr, in sowas ja, ist schon wieder zu spät. Kann man sein lassen, kriegt man kurz Schluss. Das war 7 irgendwas, das weiß ich noch. Aber ich hack das Ding jetzt einfach. Da ist es. Das braucht man. Dann da hoch und jetzt darüber. Und genau bei sowas besteht nämlich die Krux, das schnell genug zu sehen, dass man da nicht durchkommt. Und dann zu handeln. Und je kleiner die Teile sind, desto schlimmer wird es dementsprechend auch. Was zwar selbstverständlich ist, aber ich würde es trotzdem mal erwähnt haben, weil ich sonst nichts habe, über was ich erzählen könnte. So, hier ist der Spider-Splicer drin. Den habe ich jetzt aus Versehen schon fotografiert. Also wir hätten theoretisch schon alles, was wir brauchen, um ja, um zu dem Typen zu gehen. Aber man will sich hier auch umschauen. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, da schießen sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Keine Ahnung, wo das Vieh hin ist. Das ist alles voll. Vor allem frage ich mich hier die ganze Zeit diese komischen Evidenzbänder und nirgends finde ich das Gesuchte mit den Director-Commentaries. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie brauchen würden, unbedingt, weil ich glaube, wir schauen da eh nicht rein, aber es wäre trotzdem schön, es zu haben. Warte. So, schnell genug gewesen, gerade so. Und jetzt hier runter und dann hier rüber und dann darüber und dann da verbinden. Haben fertig. Ionischer Schrot, ja, der ist voll. Da habe ich diesmal ein weniger gekauft, voll ist er trotzdem. Ach, da ist er. Grüß dich. Hey. Volle Kanüle den Schritt reingeschossen. So, hier haben wir noch wunderschöne Leute. Nehme ich an. Nitro-Splicer. Mit Sicherheitsbot, genau. Den können wir auch fotografieren.
Toll! Ich wollte das Vieh treffen. Nicht den Sicherheitsbot. Mann, ey. Die hat viel Stärke im Körper, wenn sie so hält. Doch, doch. Zu viele Kartoffeln gegessen wahrscheinlich. Typisch Deutsche. Immer zu viele Kartoffeln. Der Grund des Virus ist unsere Heimat. Der Schmuggler ist... Vorsichtig, hab ich den schon fotografiert? Ich hab keinen Bock auf dich, ich geh einfach. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Hörst du mal zu? Ich möchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Richtig blöd, würde ich sagen. Aber kann man ja theoretisch auch nicht ahnen, dass Rapture zerfallen ist. So, das mach mal. Jetzt noch den hier. Okay, da war noch einer drin. Das ist aber egal. Alter, was soll das? Von wo? Ich will die fotografieren. Mädel. Ach, keine Ahnung. Nee, hä? Was wird hier anvisiert? Keine Ahnung. Hä? Von da oben? Da bist du, Mädel. Was machst du denn? Mann, Mann, Mann. Hör mir zu. Ja, ich höre doch zu. Es ist noch nicht vorbei. Echt nicht? Sieht sehr vor... Oh, sieht sehr vorbei aus, wollte ich gerade sagen. Okay, jetzt sieht's vorbei aus. Ich habe gerade einen Big Daddy gehört. Mr. Daddy, wo bist du? Du hast ein Fotoshooting bei mir bestellt. Das solltest du natürlich auch kriegen. Hallo, Mr. Daddy. Bringt uns nicht viel. Vor allem, weil hier jetzt nur noch einer rumläuft. Vielleicht zwei, wenn wir Glück haben. Weil wir alle Little Sisters schon abgeerntet haben. Dementsprechend kommen nicht mehr so viele. Was war das denn gerade? Komische Kassette. War ich hier unten schon? Also ich weiß, dass wir hier im Let's Play schon waren, aber war das bevor das Spiel abgeschmiert? Also ja, aber vor dem Safe. Nein, waren wir nicht. Ah, seht ihr? Lohnt sich immer mal zu gucken. Eine Person. Ah, jetzt können wir hier zurückgehen. Jetzt kommt gleich die Eve-Spritze, genau. Ciao. Und den fotografieren wir. Grüß dich. Das Suchbehälter. Ach, wirklich? Ach so. Ich wollte schon Katzen nach Beute durchsuchen. Oh, was ist denn hier? Mensch. Ah, ist das ein anderer? Ja, das ist ein anderer. Ich sag ja, maximal zwei. Nein. Ach, Mensch, was machst du denn hier? Wie weit? Im nächsten Spider-Splicer. Wow, so schlecht habe ich glaube ich noch nie mit der Schrotflinte geschossen. Aber die hält einiges aus, wie es mir scheint. Nein, ich will nicht mit dir zusammen sein. Du bist hässlich, du blöde Schrulle. Wie hältst du hier aus? Bleib stehen! Die wollte sich gerade heilen. Die Sache ist... Wo? Naja,
Nicht mein Problem. Wirklich nicht mein Problem. Ach, das Ding ist kaputt. Wie ist denn das kaputt gegangen? Bist du noch was? Nö. Da will jemand sein Hab und Gut verteidigen. Ja, kann er gerne machen. Ich habe da nichts dagegen. Und jetzt beginnt ein ziemlich bekloppter Punkt in diesem Spiel. Ich hasse ihn. Ich weiß nicht, ob wir gewinnen werden. Wir werden sehen. Ich habe schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Na komm, das nehme ich ja mal mit. Ach ja. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Die alte Peach führt mit Sicherheit irgendwann im Schilde. Bleib bloß die Augen offen. Ich erinnere mich. Achtet mal genau auf unsere Spezialmunition. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. 24 ionische Schrotter. Das tut mir jetzt schon leid. Wenn das der Preis dafür ist, wir wollen bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. So. Fallen wir noch rein. Die Spritze. Tschüss Waffen und tschüss extra Munition. Die Waffen kriegt man wieder, die Munition. Zumindest war es im Original Bioshock so. Das ist zumindest nicht genau in der Anzahl, die du da reingepackt hast. Ich habe nie verstanden, warum nicht, aber... Nee. Ah. Freunde. Sieht das? Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte ihn Platz frei. Nein, hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Ich hecke hier fröhlich vor mich hin. Hast du gut erkannt, Peaches. So, hier rum und hier und da. So, wo kommen sie denn? Alter! Alter, das war knapp. Das war knapp. Das war sauknapp. Fast hätten wir noch die Sicherheitsbots am Arsch gehabt. Übrigens, da wo wir gestorben sind, in diesem kleinen Raum, ich hätte einmal um die Ecke gehen müssen, da wäre der Sicherheitsschalter gewesen. Ich hätte einfach mal auf die Map schauen sollen. Dann wären wir sicher gewesen. Naja. Aua! Ja, toll, genau, die Leiter. Schmeiß doch die Leiter. Nee, natürlich nicht. Nein, Alter, das war schon wieder das falsche Plasmid. Au, 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 au. Das Kuhfutter wurde nur von Schmugglern und Dieben benutzt. Hey, der Eingang ist bestimmt gut versteckt, um die Schnüffler nicht mit der Nase drauf zu stoßen. Hey, oder auch nicht. Alter, ich, doch, wir haben gewonnen, aber das reicht noch nicht. Ich hole jetzt erstmal die Waffen zurück. So, jetzt kann ich mich nämlich auch mal mit betun. Schön, dass du mir Seuchen schickst. Kannst du deine Seuchen gerne irgendwo anders lassen? Du bist auch still. Du beschissenes Teil. Nein, du bist still, habe ich gesagt. Das war einfacher, als ich es in Erinnerung hatte. Auch wenn wir zweimal kurz vorm Tod standen, aber... Ja, doch. Ja. Hat schon. Da hoch. Da rüber. Da rum. Nein, da rum.
So. Jetzt schauen wir uns noch in diesen Bereich hier um und dann war's das für diese Folge. Also wenn euch diese Bereiche komplett scheißegal ist, dann könnt ihr gerne schon ausschalten. Hier wird nur noch gelootet und vielleicht das ein oder andere Schmankerl von Audiotagbüchern angehört. Zigaretten? Schön, kannst du alleine rauchen. So. Was kosten? Ja, komm, wenn er einmal hier ist. Naja, schade drum. Thunfisch hängt hier auch rum. Hier ist doch noch so viel schönes Zeug. Wenn man gewusst hätte, wo das Zeug liegt, hätte man sich gut und gerne einfach einpacken können. Hallo. Dankeschön. Auf den Boden! Auf den Boden! Was ist denn mit dir schief? Das wollte ich machen. Ich komme hier ein bisschen durcheinander, fällt sicher kaum auf. Ein Teddybär. Oh, ein Teddybär. Den brauchen wir auch nicht. La 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 la. Autohacker. Dann haben wir hier niemanden. Zumindest niemanden mit Loot. Wegmachen, was es uns bringt, ist die andere Geschichte. Da hoch kommen wir jedenfalls nicht. Da ist eine Alpha-Wand für uns. Ja, das war das hier hinten. Da gibt es auch nichts. Ja. Tja. Gut. Dankeschön. Hier gibt es nichts. Gut. Dann können wir jetzt weitergehen. Die nehmen wir noch mit. Die erste Power to the People. Stimmt, die ist ja hier unten. Das erfreut mein Herz. Pistole? Okay, warum war da eine Pistole? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das Eis jetzt schon mal weg. Das ist weg. Und das ist weg. Das ist weg. Und das ist auch weg. Weg. Das ist weg. Und das ist weg. Da kommt der innere Monk wieder zum Vorschein. Ich bin dort. Was ist mit dir? Hier raus kamst du. Das war wieder das Falsche. Das will ich gar nicht. Ja, das hier will ich nämlich. Dann will ich das und das. Ach, wir haben sogar noch einen Schuss frei. Sehr gut. Hier ist nichts. Da... Fontaine macht uns jetzt mächtig Feuer unterm Hintern. Er will 80% unseres Gewinns und droht damit, uns an Ryan auszuliefern, wenn wir nicht mitspielen. Dieser Hurensohn. Sammy G meinte noch, dass er darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen. Und am nächsten Tag wurde er in einem Sack im Wasser tot aufgefunden. Wir haben keine Wahl. Wenn wir bei Fontaine bleiben, enden wir am Galgen. Und wenn nicht, ergeht's uns wie Sammy G. Es muss noch einen anderen Weg geben. So, Power to the People Stations. Besonders wichtig in diesem Spiel. Wenn man mal einen übersieht, ist schon doof, ne? So, aber ansonsten, wir müssen dann wahrscheinlich hier nach draußen. Würde ich stark annehmen. Ja, da hinten durch das Schmugglerversteck. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin, Freunde. Tschüss.